Leute, noch nicht mal mehr 10 Tage und dann steht die neue Season vor der Tür. Ich möchte einmal die Gelegenheit nutzen, um zusammenzufassen, was teilweise von Respawn schon bestätigt ist und was laut Leaks in Season 22 kommen soll. Ich fasse quasi jetzt die letzten Wochen und Monate einfach mal zusammen. Wir fangen direkt an und das ist definitiv schon bestätigt. Das haben wir nämlich bei den Battle Pass Änderungen schon gesehen, wie der Name der neuen Season ist, und zwar unter dem Motto Shockwave startet die neue Season, und das Shockwave passt auch zum Lifeline-Rework. Denn Lifeline soll auch ein Rework bekommen. Komme ich aber gleich zu chronologisch, denn ihre neue ultimative Fähigkeit hat im Wort was mit Schock zu tun. Das passt also relativ gut. Dann haben wir als nächstes natürlich den Battle Pass. Ich überfliege es ganz kurz. Es wird einen neuen Battle Pass geben. Wir werden jetzt pro Split einen Battle Pass bekommen mit 60 Leveln. Können den mit Echtgeld bezahlen, können aber weiterhin mit unseren erspielten Apex Coins diesen Battle Pass kaufen. Es gibt aber noch eine ultimative Variante für $20 pro Split mit vielen verschiedenen Sachen, die uns geboten werden. Und es ist auch bestätigt, dass es natürlich im ganz normalen Standard Premium Battle Pass den reaktiven Skin für die Waffe geben wird. Hoch im Kurs übrigens die RE45, fällt mir jetzt ganz spontan noch ein. Die soll definitiv kommen. Und rechnet mal, bevor ich das vergesse, das habe ich jetzt gar nicht notiert. Die Havoc ist wohl gerade metatechnisch ganz, ganz weit oben. Rechnet mal damit, das ist in Season 22, mal abgesehen von sämtlichen Patch Notes, Buffs und Nerfs von Waffen und Legenden, auch einen Havoc-Nerf geben könnte. Dann ist natürlich extrem hoch im Kurs, nach wie vor immer noch nicht bestätigt, aber rechnet in den nächsten Tagen mit den Season 22 Teasern, dass wir die neue District Map bekommen, die vor über einem Jahr schon geleakt wurde. Diese Bilder gibt es aber gerade mal so ein paar Monate. Ich spare es mir jetzt aber, die sämtlichen POIs hier nochmal detailliert zu zeigen. Habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Wer das sehen will, müsste da auf meinem Kanal. Ich versuche es zu verlinken. Ich versuche zumindest dran zu denken. Schaut da noch mal rein, die ganzen POIs sehen schon recht geil aus. Die neue Map soll auch ungefähr in der Größe von Olympus sein. Nicht so groß wie Broken Moon oder Stormpoint. Eine sehr, sehr geile Sache. Also ich würde sagen, so von der Dichte her doch sehr World's Edge-lastig, was ich sehr cool finde auf jeden Fall. Dann haben wir die Akimbo-Waffen. Die sollen, was heißt endlich? Ich bin jetzt tatsächlich kein Fan davon, dass es Akimbo-Waffen gibt, aber so wie es implementiert wird, angeblich soll es gar nicht mal so schlecht sein. Es wird eine P2020 als Akimbo geben und die Mosambik soll es als Akimbo geben. Jetzt gibt es das Gerücht, dass die entweder du findest eine P2020 auf dem Boden, rüstest die normal aus, findest eine zweite, dann kannst du die irgendwie so ausrüsten, dass du die alle beide in einem Slot hast, hast die dann links und rechts in deiner Hand. Die Feuerrate, ganz wichtig, wird angepasst, nicht so schnell, als würdest du sie einzeln in der Hand haben, und natürlich wird auch der Schaden angepasst, dass das nicht so krass reinhaut. Kannst dementsprechend natürlich nicht so akkurat zielen. Du kannst nur aus der Hüfte schießen, ist natürlich logisch. Es gibt aber auch das Gerücht, dass diese Akimbo-Funktion für beide Waffen als Hop-Up kommt, sodass du den Hop-Up findest und hast dann auf einmal in einem Slot die beiden Waffen und kannst natürlich auf eine Sekundärwaffe wie eine Flatlight oder eine G7, habe ich Flatlight? Flatline oder G7 zum Beispiel wechseln. Also das sollte soweit klar sein. Und es wurde auch geteasert in verschiedenen Bildern schon. Alter, haben wir nämlich mehrfach in verschiedenen Animationen schon offiziell gesehen, wie sie eine P2020 in der linken und in der rechten Hand hält. Sollte eigentlich letzte Season schon kommen, ist dann aber nicht passiert. Weiter im Text. Dann zusammen mit dem Battle Pass Änderungen. Da gab es ja erst den riesen Shitstorm, weil die das ein bisschen ungünstig ändern wollten, aber glücklicherweise haben sie auf die Community gehört, was eine feine Sache ist. Wurde auch versprochen, dass Respawn und EA völlig klar ist, dass es ein akutes Cheater-Problem gibt. Teilweise 6-Mann-Partys, die in Ranked gegen andere Squads fighten, sich zusammentun, Teaming ohne Ende und allgemeines Cheater-Problem sowieso. Da sind sie dran. Am 5. August, wenn die Patch Notes an diesem Montag dann rauskommen, wird nochmal detailliert beschrieben, was alles da in Planung ist, was da alles passieren soll. Hoffen wir, dass das dann auch endlich mal alles funktioniert. Das finde ich auf jeden Fall eine feine Sache, dass Respawn hoffentlich in Zukunft ein bisschen transparenter mit Problemen umgeht. Mit diesem Post nämlich, wo sie sich auch entschuldigen für dieses Battle Pass Desaster, was sie sich da frecherweise rausgenommen haben.
da transparenter in Zukunft zu werden. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Was gibt's noch? Ich habe mir aufgeschrieben, dass. Ach, Battle Pass. Ganz wichtig, wollte ich nochmal dran erinnern, falls ich das im letzten Video nicht gemacht habe. Du kannst den Premium Battle Pass, der eigentlich 950 Apex Coins oder eben 10 € kostet, kannst du in Season 22, zumindest den allerersten für den Split 1, kannst du durch Challenges freischalten. Sollte nicht ganz so kompliziert werden. Also ganz wichtig, spart euch eure Coins auf, wenn ihr Season startet. Aktiviert das nicht gleich ganz blind. Es gibt Challenges, die du meistern kannst, und dann hast du den Premium Battle Pass freigeschaltet. Machst quasi 1300 Apex Coins plus, denn der kostet ja eigentlich 950, da wir ihn diesmal nicht bezahlen müssen, und du in diesem Battle Pass im ersten Split und auch im zweiten jeweils 1300 Apex Coins freischaltest, wenn du den komplett levelst, machst du also in dem ersten Split schon mal 1300 plus. Und wie gesagt, er refinanziert sich immer und immer wieder, wenn ihr die Coins nicht ausgebt, und macht immer wieder 350 Coins plus pro Split. Und das ist echt eine coole Sache. Dann das Lifeline Rework. Es wird ja keine neue Legende geben, was ich sehr gut finde. Ich finde, eigentlich reicht meiner Meinung nach auch alle drei Seasons. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was sagt ihr? Ist genug mit Legenden. Sollte jede Season eine neue Legende kommen für die Abwechslung und so weiter. Aber ich für mich muss sagen, einmal alle drei, vier Seasons eine neue Legende und eine neue Waffe reicht völlig aus, weil ich merke es jetzt in der Vergangenheit doch sehr, sehr häufig. Erstens, diese Überauswahl an Legenden finde ich too much, das ist meine persönliche Meinung. Und auch waffentechnisch hast du oft Runden, man hat so seine zwei, drei Waffen, mit denen man richtig, richtig gut klarkommt, und die findest du manchmal zwei, drei Runden am Stück gar nicht. Und das finde ich ein bisschen nicht so geil. Deswegen hoffe ich, dass wir nicht überflutet werden. Und so wie es bis jetzt ist, ist es ganz okay. Lifeline Rework, wie gesagt, die ultimative Fähigkeit wird komplett überarbeitet. Das Care Package wird es dann nicht mehr geben. Das ist so eine Art Schockdrohne, die haust du raus, und alle, die sich in diesem Wirkungsbereich befinden, die Gegner werden aus einer Art Bubble rausgedrückt. Aktuell ist immer noch nicht so ganz klar. Ich habe schon mal drüber gesprochen. Ich spare mir jetzt hier Bilder, ob man in die Bubble reinschießen kann oder nicht. Das Gameplay, was ich damals gezeigt habe, war natürlich nur gemoddete Version. Das heißt, das muss nicht eins zu eins heißen, dass man da doch reinschießen kann oder eben auch nicht. Müssen wir mal gucken. Ansonsten gibt es einen Perk für die Lifeline-Heildrohne, die dann die Teammates oder dich selbst verfolgen. Du kannst also währenddessen fighten, laufen, und die Heildrohne verfolgt dich. Und als Passive kannst du wohl gleiten, aber das Aufheben der Teammates zwei gleichzeitig oder nacheinander soll trotzdem weiterhin bestehen bleiben. Das ist eine richtig coole Sache. Ja, keine neue Legende, hatte ich erzählt. Bangalore soll ihr Recolor-Erbstück bekommen, sollte eigentlich in Season 21 schon passieren. Pathfinder Prestige-Skin sollte ebenfalls diese Season kommen. Nein, der soll nächste Season kommen, in Season 22. Diese Season war es ja Octane. War Fehlinformation von mir. Und eventuell kommt dann vielleicht ja doch noch ein Erbstück von Newcastle in Season 22. Sollte ebenfalls eigentlich in dieser Season mit dem aktuellen Event, was gerade läuft, sollte eigentlich ein Newcastle-Erbstück kommen. Warum das jetzt auf einmal doch nicht der Fall ist, weiß ich nicht. Aber geht mal davon aus, dass wir in Zukunft weniger Erbstücke bekommen, weil doch sehr viel Fokus auf dieses Fragment Gedöns gelegt wird. Bin ich auch nicht so unbedingt ein Freund von, meine persönliche Meinung. Ja, schreibt mal in die Kommentare, seid ihr gehypt auf die neue Season? Hoffen wir, dass Respawn Wort hält mit den ganzen Cheater-Geschichten. Ansonsten Buffs, Nerfs und so weiter. Quality of Life Changes wird es auch eine Menge geben. Und am 5. August kommen dann die Patch Notes raus. Könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, dass ich euch da informiere. Bleibt also dran, abonniert den Kanal, Daumen hoch, Kommentar da lassen, alles und so weiter. Das war's von mir. Haut rein, schönen Tag noch. Ciao.